Erstmalig in Deutschland, hier in der Galerie Haas, zeigt Jakob Mattner seine große Lichtarbeit. Die Arbeit Second Planet reiht sich ein in eine Gruppe von Arbeiten, die immer wieder bei mir auftauchen. Und das ist das Phänomen der outgesourcten Sinne. Dieses Bild wird durch unsere Retina wieder in den Kopf zurückgeleitet. Das ist also eigentlich wie ein Ping-Pong mit unserem eigenen Gesehenen. Und gleichzeitig ist es aber wie eine Fata Morgana, ein ausgelagertes Bild, was sonst eigentlich in unserem Inneren stattfindet. Gibt es heutige technische Entwicklungen, die für deine Arbeit interessant sind? Tendenz, unsere Fähigkeiten, die wir haben, zu optimieren und sie zu entfernen von uns. Ich würde gerne wieder Herr meiner Sinne sein. Das sind meine Sinne und ich kann sie so einsetzen, wie es mir möglich ist. Diese optimierten Sinne, die haben sehr oft mit mir dann nichts mehr zu tun. Und sie sind vor allem gleichmachend, weil alle haben einen gleichen Standard. In der Meinung, viele Menschen haben Musikanlagen, denen die Ohren überhaupt nicht gerecht werden. Und mit den Augen ist es genauso. Was würdest du deinem 25-jährigen Ich raten? Mach weiter so. Deine frühen Entscheidungen werden sich später als tragfähig für dich selber und vielleicht auch für andere herausstellen. Die Entscheidung für das Licht, die Entscheidung für die Entmaterialisierung. Ich habe damals entschieden, ich mache das Feld so weit, indem ich mich für Nacht, Zwielicht und Tag entscheide. Da hat sehr vieles Platz, da kann ich mich auch bewegen und es wird nicht plötzlich nach 10 oder 20 Jahren zur Fessel.